Hallöchen meine Lieben, willkommen zu dem neuen Video. Heute geht es um dieses wunderschöne Baby hier. Das hier ist meine allererste Konsole. Nicht unbedingt der jetzt hier, sondern der Super Nintendo war tatsächlich meine erste Konsole damals. Es waren nicht meine allerersten Berührungen mit Videospielen, das war tatsächlich Mario Brothers auf dem NES und auch früher ein bisschen PC-Gaming von meinem Vater und so. Aber ich habe irgendwann mal zu einem Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß es nicht mehr genau, dieses wunderschöne Gerät hier geschenkt bekommen. Der Super Nintendo war meine absolute Kindheitskonsole und ihr seht ja auch schon, auch der Super Game Boy war ein Teil des Ganzen. Da habe ich halt super tolle Spiele drauf spielen können. Das war einfach so geil, dass man den mit Super Game Boy da verbinden konnte und die Gameboy-Spiele dann auf dem Fernseher spielen konnte. Der Super Nintendo hat bis heute so viel Faszination, dass auch an tragbaren Geräten gearbeitet wurde, sodass man halt auch unterwegs mit dem Super Nintendo auf Klo oder wie gesagt unterwegs spielen kann. Heutzutage hat man ja auf der Nintendo Switch auch noch ganz, ganz viele Super Nintendo Spiele so da. Aber wenn man alle haben will, kann man halt dieses Ding für unterwegs nehmen. Ich mochte tatsächlich auch damals diesen wunderschönen Controller hier. Der Super Nintendo war ja das erste Mal tatsächlich, dass die Schultertasten da waren. Das war damals tatsächlich recht revolutionär. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich spielt nichts anderes so sehr für mich Nintendo im Kopf ab, wie diese Farben. Wie dieser Super Nintendo Controller, diese Farbkombination und vor allem diese vier Farben. Das ist für mich so unfassbar sinnbildlich Nintendo. Und da kommt einfach immer die krasseste Nostalgie hoch. Der Super Nintendo ist für mich die beste Konsole, die ich je in meinem Leben hatte. Und das nicht nur, weil ich so viel Nostalgie in Bezug auf diese Konsole habe, sondern auch die Spielebibliothek ist meiner Meinung nach bis heute unerreicht. Und ich will jetzt hier gar nicht wieder den Boomer machen. Früher war alles besser, früher haben sie viel besser entwickelt mit viel Liebe und so weiter. Das ist immer schwer zu sagen. Die Zeiten haben sich halt einfach gewandert. Aber ich habe auch so viel erlebt damals auf dem Super Nintendo. Ich hatte meine allererste Maus. Meine allererste Maus an irgendwelchen sonst wie hatte ich tatsächlich hier mit Mario Paint. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber dieses Spiel hier, ja, das war einfach so krass. Man hatte dann ja noch dieses hier sieht man es ja. Das war so geil, das hat so viel Spaß gemacht. Man konnte da halt verschiedene Sachen malen oder das Fliegenklatschenspiel spielen und so weiter. Und es gab noch so viele andere Gadgets, es gab ja sogar noch, und das sind ja tatsächlich die NTSC-Farben. Bei uns sind die ja bunt gewesen, aber in vielen Teilen der Welt waren das tatsächlich die Farben des Super Nintendo. Das ist jetzt quasi von Acclaim ein Controller, der eben kabellos funktioniert, mit Infrarot. Würde ich euch nicht empfehlen, weil es ist so komisch, den immer so zu halten. Aber ihr seht die Farben. Nur bei uns waren halt diese super coolen, originalen Farben vom Super Nintendo. Und der Rest der Welt hatte irgendwie diese komischen, nichtssagenden Farben. Eigentlich traurig für den Rest der Welt. Aber naja, ich habe die bunten Farben und für mich ist das pure Nostalgie. Und ich werde euch jetzt meine 20 liebsten Super Nintendo Spiele zeigen. Diese Top-Liste ist für mich etwas ganz Besonderes. Und zwar habe ich, wir sind ja im 10 Jahre gute Laune-Typ-Party-Wochenende hier. Diese Top-Liste, diese 20 liebsten Super Nintendo Spiele von mir, die sind tatsächlich etwas ganz Besonderes. Vor 10 Jahren. Und zwar wirklich vor genau 10 Jahren habe ich mein allererstes Video hochgeladen. Ich werde jetzt demnächst nochmal ein ausführliches Video machen, wie ich genau darauf eingehe, warum ich mit YouTube angefangen habe, was meine Intention war, wie das Ganze angefangen hat. Aber meine allererste Top-Liste war My 20 Favorite Super Nintendo Games. Tatsächlich war mein allererstes Video auf Englisch. Dann habe ich das nochmal auf Deutsch gemacht. Und nicht nur ist es hier meine allererste Konsole und ein ganz, ganz spezielles Kindheitsding, sondern es war tatsächlich meine allererste Top-Liste. Wir gehen 10 Jahre zurück und gucken uns einmal an, wie sehen heutzutage meine 20 liebsten Super Nintendo-Spiele aus. Es gibt nicht viele Änderungen und es gibt noch so unfassbar viele Spiele, die ich mit auf diese Liste hätte packen können. Wie gesagt, der Super Nintendo hat für mich die krasseste, die genialste Spielebibliothek ever. Selbst hier, selbst auf diesem SNES Classic Mini, wo sich ja so viele drüber gefreut haben, sind immer noch Spiele drauf, die es hier nicht mit in die Liste geschafft haben. Wenn ich mir da The Magical Quest angucke, das ist so unfassbar viel Kindheitsnostalgie für mich. Illusion of Time ist auch so ein tolles Spiel, was nicht auf die Liste geschafft hat. Super Castlevania, oh mein Gott, kommen da viele Erinnerungen hoch. Oder selbst Klassiker wie Starwing habe ich hier nicht mit auf diese Liste nehmen können, weil der Super Nintendo so ballert. Buster Busts Loose, R-Types, mein Super Krusty Funhouse, Roadrunner und noch so viele Super Metroid, so viele Spiele.
zu denen ich einfach vielleicht nicht so den krassesten Bezug habe. Super Metroid zum Beispiel habe ich erst als Erwachsener nachgeholt. Deshalb fehlen mir da so ein bisschen die Nostalgiebeziehung. Aber ich würde sagen, bevor ich mich hier komplett verliere in Spielen, die es nicht geschafft haben, es gibt von mir ein etwas längeres Video, da zeige ich meine komplette Super Nintendo Sammlung. Da zeige ich auch nochmal die Gadgets. Da gehe ich noch ein bisschen ausführlicher darauf ein, auch wenn ich schon wieder komplett in Laberei verfalle, was ich da alles so habe, und rede immer noch kurz zu den Spielen. Heute soll es eher um meine 20 Liebsten gehen, auch wenn, ihr kennt mich, lange Videos müssen sein. Ich möchte trotzdem so ein paar Spiele zeigen, die es nicht ganz geschafft haben. Super Nintendo, Tim, bremst jetzt deine Begeisterung, komm endlich zur Sache, aber sorry, beim Super Nintendo geht in mir einfach komplett die Nostalgie ab. So, wir sehen uns gleich nach einem Intro bei Platz 20. Auf Platz 20 haben wir SimCity, und auch wenn ich in der Neuzeit heutzutage nie eins dieser moderneren SimCity-Spiele gespielt habe, so ist das hier tatsächlich damals ein absolutes Kindheitsding von mir gewesen. SimCity habe ich damals gespielt, und vor allem SimCity hat bei mir noch so eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Ich habe damals einer meiner Freunde aus meiner Nachbarschaft damals, der hatte halt auch ein Super Nintendo und hatte dieses Spiel, und das ist ein Spiel, was wir zusammen ein bisschen gespielt haben und was er mir dann ausgeliehen hat. Und der Kumpel ist leider mittlerweile verstorben. Und er hat mich zu etwas ganz, ganz Besonderem gebracht, auch wenn ich ihn dafür hassen müsste. Er hat mir damals die Brotchips vorgestellt. Das ist heutzutage eine meiner liebsten Sachen, meine liebste Knabberei. Er hat mich süchtig damit gemacht. Und ja, wir haben dann zusammen Brotchips schnabuliert und haben ein paar Super Nintendo-Spiele gespielt. Und wie gesagt, vor allem denke ich dabei an SimCity. Ich denke an diese ganzen Katastrophen, die man beschwören könnte. Eine Mega-Metropole bauen, was ich ohne Cheats nie geschafft habe. Und ja, es gibt diesen einen gewissen Cheat, mit dem man dann tatsächlich all sein Geld irgendwie einmal leer machen muss. Da muss man die Funds wieder hochstellen. Und wenn man dann im Minus ist am Ende des ersten Jahres und man lässt die Tastenkombination los, dann bekommt man so viel Geld, dass man sich ganz easy eine Mega-Metropole bauen kann. Wie gesagt, ich selbst mit Cheats, ist das ganz schön schwer, die Mario-Statue zu bekommen, aber ach, ich habe manchmal echt Spaß, einfach mal eine kleine Runde anmachen, einfach mal so ein bisschen rumbauen, Geldcheat an. Ich habe es tatsächlich auch mal so gespielt und die Szenarien und so gemacht, die man machen konnte, aber ja, wie ich in solchen Aufbauspielen, fehlt mir einfach irgendwann immer so ein bisschen die Motivation, das so super, wie sage ich das, so wirklich konzentriert durchzuspielen, weil sich das dann doch immer so ein bisschen zieht. Das ist auch der Grund, warum ich nie zu moderneren SimCity-Spielen gegriffen habe. Aber das Ding ist für mich Nostalgie. Auch wegen diesem wunderschönen, ruhigen Soundtrack und Dr. Wright und so. Das hatte einfach noch diesen alten Charme irgendwie. Auf Platz 19 haben wir die erste Veränderung. Und zwar ist Pocky und Rocky jetzt mit auf der Liste. Ich finde es fast krass, dass es beim letzten Mal nicht mit drauf war. Pocky und Rocky ist ein so unfassbar gutes und unterschätztes Spiel. Es gibt davon auch den zweiten Teil und wir bekommen jetzt demnächst tatsächlich auch nochmal wohl irgendwie eine Neuauflage und ein Remake. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Teil 2 hat es leider nicht ganz so gerockt, muss ich ehrlich sagen. Teil 2 hat einen sehr, sehr unfairen Schwierigkeitsgrad. Das Ding hier ist tatsächlich auch relativ schwer, aber es ist eins der Spiele, das ich mit am besten spielen kann. Ich spiele super gerne mit euch im Stream einfach mal kurz durch. Ich nehme eigentlich egal, Pocky oder Rocky, und die verschiedenen Waffen-Upgrades habe ich auch auf beides mal Bock. Am liebsten immer so ein bisschen Feuer und ja, dieses Run and Gun macht mir einfach super viel Spaß. Diese ganzen Stages sind so abwechslungsreich gestaltet. Es hat sogar eine kleine, süße, bekloppte Story mit den Noblins oder wie das... Warte mal. Lupino Goblins, stimmt, das sind Lupino Goblins. Ich lag sogar richtig. Da konnte jetzt ja keiner mit rechnen. Und die verschiedenen Gegner, die ganze Optik und der Flair und der wirklich gute Soundtrack. Natsume hat einfach zu der damaligen Zeit immer einen ziemlich guten Job gemacht. Natsume hat auch immer, wie sage ich das, eine perfekte Balance in den Spielen, wie zum Beispiel bei Wild Guns und so, zwischen Risk and Reward. Und das hat Pocky und Rocky halt wieder auch. Du darfst halt nicht getroffen werden. Je offensiver du spielst, desto weniger bist du getroffen, desto weniger gehen deine Powerschüsse zurück. Und du hast halt noch deine super Attacken, aber du musst halt auch wissen, wann du sie einsetzt. Ich würde empfehlen, spart euch mindestens 2 für den dummen Vampir auf, der ist komplett broken. Ansonsten liebe ich dieses Spiel total und ich bin froh, dass es jetzt mit in der Liste ist. Rausgeflogen ist dafür übrigens Lufia. Das tut mir ein bisschen leid, aber Lufia hatte ich zu der damaligen Zeit gerade gespielt, fand es ganz cool, aber gerade so im Nachhinein über die ganzen Jahre ist meine Faszination zu Lufia so ein bisschen abgeschwappt, weil ich Lufia einfach viel zu geradlinig finde und einfach Lufia ich als gutes Spiel empfinde, was es dann aber nicht ganz auf die Liste geschafft hat. Da hätte ich wahrscheinlich sogar eher noch Illusion of Time mit aufgenommen vorher. Auf Platz 18 haben wir Super Battletoads in Battlemaniacs, und hier muss ich tatsächlich sagen, nein, dieses Spiel habe ich nie durchgespielt.
Also ich habe es durchgespielt, aber auf jeden Fall volle Pulle mit Save States auf dem Emulator. Das ist eines der schwersten Spiele, das ich je in den Fingern hatte. Wir werden noch eins sehen heute, was ich fast so schwer finde. Aber Super Battletoads hat so viel Nostalgie. Das war meine allererste Berührung zu diesen komischen Fröschen. Ich habe dann gesehen, dass es noch andere Battletoads-Teile gab. Und ich bin ein bisschen skeptisch, was das neue Battletoads angeht. Aber hey, das Ding habe ich in meiner Kindheit gespielt. Ich feiere einfach den Soundtrack, diesen richtig rockigen, genialen Soundtrack. Ich fand es geil, dass du verschiedene Kröten hast mit diesen verschiedenen Power-Attacken. Gegner-Design total bekloppt und halt sehr abwechslungsreich das Spiel tatsächlich. Am Anfang ist es halt ein ganz normales Beat'em-up, was halt echt schon irgendwie weird ist. Dann im zweiten Level im hohlen Baum fährst du schon nach unten, dann kommt der Turbotunnel, dann das komische Puzzlespiel mit den Schildkröten und dann wieder auf einmal davonlaufen vor irgendwelchen Sägen. Es ist wirklich, wirklich abgedreht und unfassbar schwer. Wie gesagt, Battletoads ist bis heute berüchtigt als eines der schwersten Spiele aller Zeiten und ich kann euch sagen, jo, das stimmt. Vor allem halt durch das fehlende Continue und so weiter. Mit Save States und so geht das tatsächlich, aber dieses Spiel mit den verfügbaren Leben und dem Schwierigkeitsgrad durchzuspielen, ja, viel Spaß. Capcom und Nintendo haben ja in der damaligen Zeit eine unfassbar geniale Zusammenarbeit gehabt und vor allem mit den Disney-Spielen. Ich habe gerade schon The Magical Quest gezeigt und auch Donald in Maui Mallard und Goof Troop und was es da noch alles gibt. Es gibt so viele gute Disney-Capcom-Spiele auf dem NES und auch auf dem Super Nintendo. Und auch wenn sie mal mit König der Löwen, finde ich persönlich schon ein cooles, aber nicht ganz so gutes Spiel gemacht haben, so gibt es doch ein Spiel, was ich nicht außen vor lassen konnte und das ist Aladdin. Nicht davon nur, dass ich den Film mag. Ich liebe halt auch den Film von Aladdin. Ich mag eigentlich alle Disney-Filme von damals. Aber dieses Spiel fand ich halt auch echt unfassbar gut. Es hatte einen schönen Schwierigkeitsgrad, es war angenehm zu spielen und ich fand es so genial, wie die Level tatsächlich wirklich zum Film gepasst haben. Am Anfang ganz normal der Markt von Bagdad und dann gehst du in diese Höhlen und dann später kommst du ja da unten in die Schatzkammer, wo dann Abu das ganze Unheil anrichtet. Dann fliegst du davon durch die Lava. Es ist so geil, wie du wirklich den Film durchspielst mit dieser wunderschönen Optik, Grafik, auch einer sehr schönen Aladdin-Musik. Dann kommt sogar der Teppichritt noch und dann bist du in der Genie, im Genie-Level gefangen. Und dann am Ende natürlich das Schloss und da geht es gegen Jafar. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, den Film doch mal so vor meinem geistigen Auge so ein bisschen durchzuspielen. Und das ist einfach Disney Capcom damals auf dem Super Nintendo und NES. Das war einfach die Hochburg von Lizenzspielen. Ich finde fast, dass es selten so viele gute Lizenzspiele gab wie zu der damaligen Zeit. Ich habe es vorhin schon kurz angeteasert. Schwere Spiele auf dem Super Nintendo. Oh ja, oh ja, oh ja, Plock. Plock ist so unfassbar schwer und Plock ist schon, ich weiß nicht, ich finde Plock manchmal tatsächlich schon ein bisschen unfair. Man muss dazu sagen, es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, nur das Problem ist, der erste Schwierigkeitsgrad, der verändert eigentlich nur, dass du die schweren Level gar nicht spielst. Du spielst das Spiel gar nicht richtig durch. Es ist halt so, wenn du am Anfang wird dir halt deine Hose geklaut, eigentlich die Flagge geklaut, aber es ist dann, also im allerersten Level wird deine Hose gehisst. Du musst die Flagge zurückholen, die Flöhe geklaut haben. Die Pogo-Brüder, erst nur die Pogo-Brüder. Und dann bist du halt auf der einen Insel da an der Seite und suchst halt deine Flagge, kämpfst am Ende gegen die Pogo-Brüder, die schon echt schwer sind, aber ich liebe diese Bosse. Dann kommst du zurück und merkst, dass die Flöhe alle Flaggen geklaut haben. Also wirklich komplettes Chaos angerichtet. Und dann kommst du in der Mitte der Insel, kommst du in eine Erinnerung und spielst nochmal als Großvater-Plock. Aber diesen Abschnitt siehst du gar nicht, wenn du nicht auf schwer spielst. Und all das, was später noch kommt, wenn du die ganzen Flöhe vertrieben hast, kommst du noch in die Region der Flohkönigin. Und auch das siehst du gar nicht. Finde ich ein bisschen merkwürdig, die Entscheidung, einen Schwierigkeitsgrad dazu zu bestimmen, welche Level du spielst und welche nicht. Wenn du aber auf schwer spielst, also auf dem normalen eigentlich, siehst du so unfassbar schwere Level. Und die vor allem auch sehr, sehr schwer, weil du einfach riesige Maschinen steuerst mit viel zu viel Projektilen. Also ich finde Plock schon echt so ein bisschen, na, Battletoads geht auch schon, aber da ist viel mit auswendig lernen, aber Plock geht einfach voll ab. Auch dieses Spiel habe ich als Kind nie durchgespielt. Ich bin öfter mal in die Flohhöhle gekommen und diese Bosse und dieser ganze Look, das ist auch schon so ein bisschen Rayman-artig mit diesen Gliedteilen. Und er kann sie ja tatsächlich verlieren. Wenn du so eine Schalter aktivierst, dann werden halt deine Gliedmaßen auf so einem Bügel aufgehangen und du musst sie dir wiederholen. Und ich höre lieber auf zu reden, sonst rutschen wir hier in FSK 18 ab. Aber auch der ganze Soundtrack und der Look von Plock. Ich muss halt dazu sagen, der Super Nintendo ist gefühlt eine Konsole, wo es einfach immer gepasst hat. Nicht immer, immer. Aber es gibt so wenig Spiele auf dem Super Nintendo, bei denen ich nicht sagen würde, geile Musik,
geile Optik, es passt halt einfach irgendwie. Klar, es gibt auch Low-Budget-Spiele, auf jeden Fall. Aber irgendwie kommen mir so viele Spiele unter die Finger. Ihr werdet mich noch heute oft sagen hören, wie genial die Optik und vor allem wie genial die Musik ist. Und Plock hat auch einen sehr unterschätzten Soundtrack. Meine Lieben, wir bleiben bei sehr, sehr schweren Spielen und Super Goats and Ghosts ist ja heutzutage in der Videospiellandschaft schon fast eine Legende. Ich muss dazu sagen, ich liebe dieses Spiel total, vor allem wegen dem, was viele bemängeln. In Super Goats and Ghosts spielst du ja verschiedene Level durch, du kommst auf dem Friedhof an, du musst halt deine Prinzessin wieder befreien als Arthur und gehst halt los und kämpfst gegen Zombies, später Geister in der zweiten Welt, dann wird es ein bisschen wässrig und dann kommst du in die Lava, kommst in die Eiswelt, kommst in das Schloss mit zwei Stages und dann auch dieses fiese Level, wo du da in dem, ich weiß gar nicht, was ist das genau, diese Monsterwelt da so rumläufst. Mega, mega geil gemacht und super geiler Flair, super geile Musik. Gerade das vom Friedhof vom Anfang, das kennt man ja schon vor allem aus, wie heißt das, The World's Hardest Game und sowas da. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich cool und der Soundtrack macht auf jeden Fall Laune. Aber ich mag halt auch gerade diese Steuerung, dieser komische Doppelsprung, den du halt so perfekt timen kannst. Das Waffen-Upgrade hat mich damals auch schon so fasziniert, mit der goldenen Rüstung und so, dass deine Waffen stärker wurden. Und ich kann dieses Spiel tatsächlich ziemlich gut. Also ich mache durchaus mal in einem Stream, haben wir das Spiel einmal komplett durchgespielt. Gut, dann den zweiten Durchlauf. Auch dafür ist das Spiel legendär, dass es dir sagt, du hast das Spiel geschafft. Glückwunsch, hast du nicht. Du musst das Spiel jetzt nochmal durchspielen und brauchst halt den Bracelet, damit du überhaupt erst den Secret Boss am Ende siehst. Und das ist auch so ein bisschen, kann man machen, kann man vielleicht auch anders gestalten. Aber wie gesagt, ich mag dieses Spiel wirklich, wirklich gerne und ich stelle mich sehr, sehr gerne der Herausforderung in Super Goats and Ghosts. Und ja, dieses Spiel habe ich übrigens damals tatsächlich als Kind auch beendet. Auch hier haben wir eine kleine Änderung in der Liste. Und zwar habe ich Super Mario All-Stars diesmal mit auf der Liste. Ich habe dafür Mega Man X rausgenommen. Ich muss dazu sagen, das hat nicht unbedingt etwas mit Mega Man X selbst zu tun. Aber Mega Man X auch habe ich damals zu der Zeit halt gespielt. Und ich hatte da gerade Let's Plays zugemacht und das Spiel ist großartig, versteht ihr? Ich will jetzt gar nicht diesem Spiel irgendwas ankreiden, aber ich habe dann einfach gemerkt, wie im Laufe der Jahre gewisse Spiele für mich einfach viel mehr Nostalgie aufgebracht haben. Und Mega Man X empfinde ich als tolles Spiel, verdammt geiler Soundtrack, aber diese Gefühle zu diesem Spiel sind nicht so stark geblieben, wie zum Beispiel zu Super Mario All-Stars. Das hier war tatsächlich meine allererste Berührung mit einem eigenen Super Mario Bros. Es sind halt nicht die originalen NES-Spiele, sondern sie sind tatsächlich komplett geremaked. Eigentlich mit die besten Remakes, die wir je bekommen haben von irgendwelchen Spielen. Super geile neue Optik, hat aber den Flair und die Steuerung der alten Spiele irgendwie behalten. Wir haben The Lost Levels dazu bekommen und auf diesem Modul hier habe ich Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 und 3 und dann auch ja The Lost Levels durchgespielt und deshalb ist das für mich einfach eine pure Nostalgiebombe, weil ich damals kein NES hatte. Dafür war ich noch, ich war so ein Ticken dahinter in der Generation und hatte dann halt mein Super Nintendo. Und hier habe ich Super Mario Bros. Gespielt. Klar, in einem anderen Look als auf dem NES, aber das war mir egal. Und ich mag sogar Super Mario Bros. 2. Und ja, tatsächlich doch, meine ich so, wie ich sage. Und deshalb musste dieses Spiel mit auf die Liste und da kommt, wenn ich das schon so sehe und ich weiß noch, wie ich damals dieses Menü aufgemacht habe, wo die da alle dann so im Dunkeln reden, dann hörst du die Stimmen, das Licht geht an und dann siehst du die alle und dann und dann Super Mario All-Stars. Boah, Nostalgie, ey. Für Super Mario All-Stars ist übrigens ja Mega Man X rausgeflogen und ich hatte damals tatsächlich zu Mega Man X auch so eine Art Let's Play gemacht auf meinem Let's Play-Kanal Timianis Liese und wir haben dann tatsächlich auch Mega Man X 2 und auch Mega Man X 3 komplett durchgeballert und das war ein witziges Experiment damals, deshalb habe ich schon so meine Nostalgie-Berührungspunkte zu den Mega Man X-Spielen, aber so im Nachhinein betrachtet, ja. Auf dem nächsten Platz haben wir Super Soccer. Ich mag Fußballspiele und ja, ich mag viele der Fußballspiele aus der heutigen Zeit nicht unbedingt so gerne, FIFA und so weiter. Ich habe trotzdem immer mal meine Fußballspiele gespielt und Super Soccer ist für mich auch so, ich kann dieses Spiel tatsächlich ziemlich gut. Nicht mit auf der Liste ist Super Tennis, aber auch Super Tennis habe ich auf dem Super Nintendo sehr, sehr gerne gespielt und bin auch eigentlich, würde ich sagen, ziemlich gut in diesem Spiel. Aber lange nicht so gut wie in Super Soccer. Ich kann die Superschüsse und ach, das klingt jetzt wie so eine Prahlerei, aber es macht halt einfach auch sehr, sehr viel Spaß, diese kurvigen Schüsse und so zu basteln und aus verschiedenen Winkeln so richtig geile Sachen daraus zu holen, mit dem Torwart nach vorne zu stratzen. Das Shootout war auch irgendwie witzig, wobei das dann tatsächlich echt RNG war, weil du teilweise, wenn du nicht
Na, eigentlich war es genau wie beim richtigen Elfmeterschießen. Wenn du nicht vorausgeahnt hast, wo die hinschießen, kamst du halt nicht mehr hinterher. Ziemlich clever nachgestellt an dieser Stelle, muss man sagen. Und ja, ich habe tatsächlich auch mal mir die Herausforderung gesetzt, mit Belgien das Spiel komplett durchzuspielen. Es war eine der schwersten Sachen, die ich je machen musste. Aber ich habe es geschafft. Ich habe mit Belgien das Spiel durchgespielt. Aber die Nintendo-Mannschaft habe ich nicht mit Belgien geschafft. Das habe ich leider nie bewerkstelligt. Deutschland jedoch habe ich geschlagen und mit etwas, ich sag mal, besseren Mannschaften, ich hätte fast guteren gesagt, mit besseren Mannschaften, Holland, Italien, Deutschland waren die stärksten damals, habe ich dann öfter mal schon die Nintendo-Mannschaft besiegt. Ja, dieses Spiel ist bis heute eigentlich so ziemlich mein liebstes Fußballspiel. Auf Platz 12 haben wir tatsächlich, ich prüfe nochmal, ja, das einzige Spiel, das ich nicht als Kind oder in meiner Kindheit generell so gespielt habe, das es trotzdem mit auf diese Liste geschafft hat. Wie gesagt, Lufia ist wieder raus, Mega Man X ist wieder raus, weil einfach die Nostalgie nicht ganz geklappt hat. Aber Chrono Trigger hat es tatsächlich mit auf die Liste geschafft und auch dieses Spiel habe ich erst nachträglich geholt. Gut, wir haben dieses Spiel ja auch damals gar nicht so richtig bekommen, deshalb halte ich ja auch hier die Famicom-Edition hoch und nicht, wie mir übrigens ein richtig, richtig cleverer Mensch damals eine Retro verkauft hat. Chrono Trigger in der PAL-Version. Ja, es gibt keine PAL-Version, denn dieses Spiel ist nie in der PAL-Region rausgekommen. Genauso wie die in Amerika Terranigma nie bekommen haben, haben wir Chrono Trigger nie bekommen. Und das Super Mario RPG, was sehr, sehr schade ist, denn Chrono Trigger ist eins der besten, zeitlosesten und genialsten RPGs, die wir hier bekommen haben. Und ich drop's jetzt zum ersten Mal in diesem Video. Chrono Trigger hat einen der besten Soundtracks der Videospielgeschichte. Er ist absolute Legende, er ist abwechslungsreich, emotional, geht voll unter die Haut. Eigentlich haben so gut wie alle RPGs auf dem Super Nintendo legendäre Soundtracks. Und diesen Spruch werdet ihr heute noch öfter hören. Und ich glaube, gerade durch den Super Nintendo ist auch dieser Spruch, dieses Meme ein bisschen auch geboren worden. Denn der Super Nintendo vereint einfach auch gerade durch diesen genialen Soundchip einfach so unfassbar viel Nostalgie, gerade was die Musik angeht. Chrono Trigger hat aber auch eine verdammt geniale Story und für seine damalige Zeit auch eine sehr, sehr interessant erzählte und mutige Story. Und vor allem auch die, ja, auf dem Super Nintendo eine solche Geschichte erzählen zu wollen, das war schon echt ziemlich bahnbrechend. Chrono Trigger ist ein Spiel, was ich jedem empfehlen würde, dieses Spiel einmal nachzuholen. Denn es ist sehr interessant zu sehen, wie damals auf dem Super Nintendo schon nicht nur so 0815 RPGs, wie zum Beispiel Mystic Quest oder Secret of Mana, Lufia und so. Ihr wisst schon, diese typische Fantasiegeschichte, diese typische RPG-Story, die man so kennt, sondern tatsächlich auch etwas sehr Gewobenes und Einzigartiges erzählt wurde. Aber meiner Meinung nach hat der Super Nintendo ein noch etwas, ich sag mal, einzigartiges RPG, gerade was die Story angeht, dazu aber später mehr. Auf Platz 11 haben wir F-Zero und F-Zero ist immer eins der Spiele, wo ich immer wieder bete und hoffe, warum bekommen wir kein neues F-Zero? Und auch wenn wir jetzt hier auf Platz 11 sind, Leute, der Super Nintendo ist bei mir einfach so voll geballert mit Spielen, die ich liebe. Und F-Zero ist so einer dieser großen Wünsche, die ich wirklich, wirklich gerne nochmal hätte. Wir haben ja dann F-Zero X bekommen auf der N64 und F-Zero GX auf dem GameCube. Das war es halt leider. Danach kam kein weiteres F-Zero und ich habe da schon mal drüber gesprochen, ich kann es verstehen. F-Zero hat keine guten Verkaufszahlen. F-Zero rechtfertigt mit den Verkäufen der Konsolen keinen weiteren Titel. Ich finde es trotzdem schade, dass sie es nicht noch einmal probiert haben, gerade in der heutigen Zeit, wo die Nachfrage nach einem Racer dieser Art tatsächlich auf der Switch da wäre. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber sie ist schon ziemlich weit weg. Sie ist Pokémon Snap, aber wie gesagt, hätte ich auch nie gedacht und ich habe es bekommen. Und es gibt halt nur noch ein anderes Spiel, wo ich sage, das wäre so einer dieser großen, krassen Wünsche. Und das wäre ein A Link to the Past 3D Remake, also in Ego-Perspektive. Und F-Zero ist aber das andere. Ich würde halt komplett ausflippen, wenn wir irgendwann ein neues F-Zero bekommen. F-Zero hat einen der besten Soundtracks der Videospielgeschichte. Der ist Legende. New City und Force Field und was es da alles gibt. Und natürlich Big Blue. Jeder kennt dieses Lied und es geht einfach voll unter die Haut. Der Soundtrack ist Legende. Optisch muss ich tatsächlich sagen, geht's besser, aber man sieht ja auch die Geschwindigkeit von F-Zero. Ich glaube, besser hätte es damals gar nicht wirklich gemacht werden können. Vor allem mit diesem Geschwindigkeitsgefühl. Ich liebe die Steuerung in diesem Spiel. Wir spielen das öfter mal im Stream so ein bisschen durch, wenn wir auf Twitch, gute Laune-Typ, einfach mal so ein paar Super Nintendo-Spiele durchballern. Und deshalb noch einmal an dieser Stelle die Bitte, weil Nintendo guckt natürlich alle meine Videos. Grüße an dieser Stelle an Miyamoto und Konsorten. Bitte ein neues F-Zero.
Bitte. Auf Platz 10 haben wir da Street Fighter 2 und bei mir genauer Street Fighter 2 Turbo. Ich hatte tatsächlich diese Variante und ich bin sehr, sehr froh drum, denn in dieser Variante hier, das ist natürlich auch ein cooles Spiel, aber da fehlt zum einen der Turbo-Modus. In diesem Spiel kannst du das Spiel tatsächlich noch ein bisschen schwieriger, ein bisschen schneller einstellen und in diesem Spiel kannst du dann tatsächlich auch die Bosse direkt spielen. Sagat hier zum Beispiel ist ja einer dieser Bosse, wobei er eigentlich sollte er ja anders heißen. Eigentlich war das ja mal Vega, oder? Warte mal. Wie war das jetzt genau? Es gibt ja M. Bison und eigentlich sollte der Boxer, der jetzt ja Balrog heißt, der sollte eigentlich ja Mike Bison heißen. Aber wegen Copyright-Problemen, weil das nicht so ganz klar war, haben sie dann einfach den Endboss von dem Ganzen, den haben sie dann tatsächlich M. Bison genannt. Der Boxer heißt jetzt Balrog, eigentlich sollte Vega so heißen. Also es ist alles total durcheinander geraten. Und eigentlich wollten sie diese Namen halt komplett umändern. So wäre halt Balrog, wäre halt Vega gewesen. Vega wäre dann, ich glaube, der Endboss gewesen und Balrog. Also es ist kompliziert. Auf jeden Fall sind die Namen da ein bisschen durcheinander gegangen. Und ich liebe dieses Spiel. Klar, sonst wäre es nicht auf der Liste. Meine Lieblingskämpfer sind Ken und Ryu. Warum bin ich jetzt so durch? Das ist halt so witzig, weil ich über die ganze Zeit immer wieder gesagt habe, Rai. Und alle immer so, oh Tim, warum sagst du Rai? Das macht überhaupt keinen Sinn. Da musste ich jetzt halt gerade dran denken. Also, Ken und Ryu. Oder auch Ryu. Ich kämpfe aber auch sehr, sehr gerne mit Blanka. Eigentlich kämpfe ich mit so gut wie allen ganz gerne. Schade ist, dass Shandy halt schwächer gemacht wurde. Aber ich finde halt auch die Musik so geil. Die Street Fighter Musik ist halt auch komplett Legende. Geil, goes with everything. Das Ken-Theme liebe ich total. Chun-Li kennt auch jeder und eigentlich jeder Track. Es ist einer der geilsten Soundtracks, die wir in der Videospielhistorie haben. Wurde immer wieder geremixt, das Ganze. Street Fighter ist für mich komplett Nostalgie und ist bis heute auch meine liebste Kampfspielreihe. Mortal Kombat war immer so eine Sache. Ich mag Mortal Kombat an sich, aber ich kam mit der Steuerung nicht klar, dass man einen Knopf drücken muss zum Blocken, weil ich halt Street Fighter gewohnt war. Und ich bin nie in Mortal Kombat kämpferisch reingekommen. Und dann gab es da noch Tekken, also das Knöpfeballern. In Street Fighter konnte man ja tatsächlich noch richtig schön springen. Und deshalb wird Street Fighter immer meine liebste Prügelreihe bleiben. Review. So, wenn ich schon erzähle, dann auch richtig. Also, es ist folgendermaßen. Als damals das Spiel Street Fighter 2 lokalisiert wurde hier im Westen, da hatte Capcom Angst davor, dass wegen der Ähnlichkeit von Mike Tyson und M. Bison, dass da irgendwie was ja verklagt werden könnte. Und deshalb haben sie die Namen ein bisschen rotiert. Gleichermaßen waren sie auch mit dem Namen Vega nicht so ganz sicher, ob das wirklich so passen würde. Deshalb ist Folgendes passiert. Der Boxer, der Mike Bison in Japan, der heißt jetzt Balrog bei uns. Der spanische Kämpfer Balrog, so hieß er ursprünglich, heißt bei uns jetzt Vega. Der Diktator und Kopf des Ganzen, der eigentlich Vega hieß, der heißt bei uns jetzt M. Bison. Das heißt, Sagat war die ganze Zeit gleich. Genau so war's. Ich war immer schon durcheinander, wie das jetzt mit Sagat war. Sagat hieß die ganze Zeit gleich Sagat. Oder Sagat, Sagat. Und genau, die anderen Namen haben sie halt so rotiert. Ja, ganz interessant, oder? Das ist, wie manchmal solche Sachen durcheinander gehen können. Auf Platz 9 haben wir Donkey Kong Country 2. Donkey Kong Country 2 hat den vielleicht besten Soundtrack der Videospielgeschichte. Und ich sage nicht einer der, sondern Donkey Kong Country 2 könnte man tatsächlich den besten Soundtrack, der jemals gemacht wurde, betiteln. Die Stigger Brush Symphony ist nur der Gipfel des Ganzen. Wir reden von Forest Interlude, von Hot Heat Hop, von Lockjaws Saga und so unfassbar vielen genialen Tracks. Es ist unglaublich, was David Wise in der damaligen Zeit geballert hat und das sucht seinesgleichen.
Heutzutage würde ich nur Undertale und Octopath Traveler mit Donkey Kong Country 2 auf eine Stufe stellen. Aber es ist natürlich pure Nostalgie. Es ist eine geniale Fortsetzung vom ersten Teil gewesen, hat neue Charaktere mit eingebracht, hat das Spiel noch größer gemacht, noch schwieriger gemacht und damit auch umfangreicher gemacht, hat aber auch wirklich coole Auftritte von alten Kongs und sowas wieder mit eingebracht, hat auch viel mehr, 102% diesmal mit den Donkey Kong Münzen und so weiter. Es ist einfach ein eigentlich wesentlich besseres Spiel im Vergleich zu Teil 1. Wie ihr euch aber jetzt gerade schon denken könnt, ist Teil 1 bei mir noch ein bisschen höher, aufgrund gewisser Nostalgie, weil es einfach deutlich davor war. Aber Donkey Kong Country 2 ist ein absolutes geiles Ding und für mich persönlich bis heute eines der besten 2D Jump Runs, das wir hier bekommen haben. Ja, damals auf dem Super Nintendo ist eine Legende geboren. Super Mario Kart hat das ganze Mario Kart Franchise gestartet. Hier ist das Ganze losgegangen. Ich muss tatsächlich sagen, Mario Kart ist eines der ganz, ganz wenigen Spiele, von dem ich persönlich finde, dass es schlecht gealtert ist. Während ich F-Zero immer noch spielen und genießen kann, fällt es mir sehr, sehr schwer, in die alte Mario Kart Steuerung wieder reinzukommen. Es braucht seine Zeit. Die Strecken sind natürlich trotzdem super, super cool, abwechslungsreich, auch wenn es gar nicht so viele Strecken gibt, wie man ursprünglich so denkt, weil sie wiederholen sich halt relativ oft. Trotzdem, die Fahrerauswahl genial. Es war halt damals schon ein Novum, dass man überhaupt mit so vielen Charakteren aus dem Nintendo-Franchise zusammen in einem Spiel irgendwie interagieren oder was machen konnte. Dass man eben Bowser und Mario, so, das war schon irgendwie weird und war neu und auch ziemlich, ziemlich cool. Gut, später kam dann Smash Bros. Und hat das Ganze komplett auf den Kopf gestellt. Aber hier ging das Ganze ja tatsächlich schon so ein bisschen los, dass sich die Charaktere aus dem Mario-Universum ein bisschen auf die Schnauze geben konnten. Ja, was soll ich sagen, Leute? Das ist pure Nostalgie, pure Kindheit, hat verdammt geilen Soundtrack, ist einfach absolut nur Kult. Es gibt kaum Spiele, die so Kult sind wie Super Mario Kart und damit hat alles angefangen. Damit ist eines der lohnendsten und eine der meistverkauften Spielereien Nintendos geboren. Meine Damen und Herren, mein allererstes Videospiel, das ich jemals selbst besessen habe. Mit meinem Super Nintendo damals zusammen habe ich Super Mario World im Bundle bekommen. Es war das erste Spiel, das ich damals eingelegt habe und es ist, wie wahrscheinlich so viele Menschen da draußen, mit eines der Spiele, bei dem ich am meisten Kindheitsnostalgie empfinde. Ich denke zurück an meine Kindheit, ich denke an diese geile Musik, ich denke an so vielen Stages, einfach an so eine wunderschöne Zeit, die ich damals hatte. Ich hatte zum Glück eine sehr, sehr schöne Kindheit und kaum ein Spiel wie dieses hier triggert mich und versetzt mich zurück in mein 6-7-jähriges Ich. Es war einfach eine wunderschöne Zeit, diese ganzen Gegner-Sprites. Ich denke allein jetzt schon an die Credits, wie dann alles nochmal so durchgelaufen ist. Jede einzelne Welt hat für mich pure Nostalgie. Es gibt nichts an diesem Spiel, was ich nicht mag. Es ist einer der größten Klassiker, den wir je bekommen haben. Eines der erfolgreichsten Phänomene, das wir so hatten. Allein diese ganze ROM-Hack-Szene um Super Mario World zeigt einfach, wie genial und zeitlos auch die Steuerung ist. Ich muss niemandem von euch erzählen, warum Super Mario World eines der wichtigsten, einflussreichsten Spiele ist, das wir je bekommen haben. Und für mich auch pure Nostalgie, Kindheit und Liebe. Da hinten in groß, hier einmal in klein, Mystic Quest Legend ist ja ein so etwas besonderes Spielchen auf dem Super Nintendo. Ich will jetzt nicht schon wieder diese große Geschichte euch erzählen. Ich habe sie euch schon relativ oft erzählt, warum Mystic Quest Legend damals ein Reinfall war und warum dieser Reinfall eine... Also es ist halt, man muss es tatsächlich so sagen, das hier ist eines der einflussreichsten Spiele, das wir je bekommen haben. Aufgrund der ganzen Geschichte damals mit Square und mit der ganzen Lokalisierung der Final Fantasy Spiele, mega interessant die Geschichte um dieses Spiel. Aber ja, es ist nicht wirklich gut. Es ist wirklich nicht gut und ich liebe es. Es ist eines meiner allerliebsten RPGs, eben weil es so stupide ist, weil es so stumpf ist, weil man einfach mal kurz spielen kann, ohne sich einen Kopf zu machen, was man die nächsten 60 Stunden macht. Aber man muss dazu sagen, ja, es ist grafisch nicht so gut wie die anderen RPGs. Und es hat eine lächerliche Story. Und trotzdem empfinde ich so viel Nostalgie. Ich hatte damals den Mystic Quest Spieleberater und ich habe mir tatsächlich, bei Mystic Quest empfinde ich halt nochmal ganz spezielle Nostalgie. Ich hatte damals als Kind einen Ordner, da habe ich Bilder drin abgeheftet. Und ich habe tatsächlich eine Zeit lang
Bilder abgemalt aus dem Super Nintendo Spieleberater und habe mir eigene Zeichnungen gemacht, habe mir eigene Karten gemalt und kleine Übersichten über die Rüstung und so weiter. Und da habe ich vor allem sehr, sehr viel aus Mystic Quest gemalt. Und deshalb empfinde ich bei diesem Spiel halt nochmal, ich denke an diesen Ordner und der ist leider verschollen. Ich hätte den so gern wieder und würde nochmal durch meine alten Kindheitszeichnungen gucken. Das wäre so ein richtiges Nostalgiefest für mich. Aber ja, und es gibt noch eine Sache und was niemand wirklich verneinen kann, ist, dieses Spiel hat auf jeden Fall einen der genialsten Soundtracks, aber nicht Gesamtsoundtracks, weil dafür fehlt Mystic Quest irgendwie die Bandbreite, aber das Battle-Theme und vor allem das Endboss-Theme, das Doom-Castle-Theme und das Boss-Battle-Theme. Das Boss-Battle-Theme ist eines der genialsten Lieder, das wir je bekommen haben. Nichts geht so ab und geht so unter die Haut wie diese Musik in diesem Spiel. Es ist einfach, bam, einfach pure Freude und geht einfach voll ab. Ah, Mamma Mia. Es ist schon irgendwie witzig, dass der kleine grüne Saurier, auf dem Mario damals in Super Mario World gesessen hat, dann später ein eigentlich viel besseres Spiel noch bekommen hat. Yoshi? Yoshi's Island ist für mich bis heute eines der besten 2D-Jump-Runs, das wir je gesehen haben. Die Musik ist so gut, das Gameplay ist so gut, die Optik ist so gut. Dieses Spiel ist objektiv gesehen einfach eine pure Eins. Von vorne bis hinten, es hat einen geilen Schwierigkeitsgrad, es hat so viel Abwechslung in den Welten, so unfassbar viele Gimmicks, sodass sich sogar jedes Level innerhalb der Welten einzigartig anfühlt. Genialer Abstand zu den Bossen, die Bosse sind so geil und man erinnert sich so gerne an die Bosse. Einer der besten Endboss aller Zeiten. Und da wirft man die Eier nach da hinten. Ich bin einfach nur abgegangen. Ich hatte so viele geile What-the-fuck-Momente. Ich habe kaum ein Spiel so genossen wie das hier und bin einfach nur abgegangen. Und auch heutzutage macht ja mit Yoshi's Woolly World Yoshi Mario immer noch so ein bisschen vor, wie es richtig geht. Gut, Yoshi's Crafted World war jetzt nicht ganz so das Ding, aber ich werde immer ein riesiger Yoshi-Fan sein und speziell das Gameplay mit den Eiern. Gerade dieses Schießen mit den Eiern war ein so geiles Gameplay-Gimmick und hat das Spiel für mich nochmal auf so ein komplett Next Level geholt im Vergleich zu so vielen anderen 2D-Jump-Runs da draußen. Dann die 100%, so geil, so verschieden. Risk and Reward, Sonnenblumen, Suchen, aber auch diese Sterne. Also du musst mit voller Trefferquote hier quasi rein, die roten Münzen suchen und dann die Secret-Level. Oh mein Gott, ist diese. Man muss auch damals noch sagen, damals gab es halt auch noch richtig geile End-Credits-Themes und ihr müsst euch das mal überlegen. Eines der schönsten Lieder auf dem Super Nintendo läuft erst, wenn du dieses Spiel zu 100% durch hast und dann im Startbildschirm, noch nicht mal im Spiel selber, läuft ein so wunderschönes Lied und das ist einfach so, war das früher. Da gab es noch geile Credits-Themes, geile Endsequenzen und sogar einen extra genialen Startbildschirm, wenn du das Spiel zu 100% durch hast. Ich habe es vorhin schon gesagt, für mich ist Donkey Kong Country einfach nochmal ein bisschen mehr Nostalgie als Donkey Kong Country 2. Ich mag natürlich auch Donkey Kong Country 3. Ja, wir haben das jetzt auch gerade noch so ein bisschen am Spielen und haben es durchgespielt im Stream. Und ja, es ist ein gutes Spiel und es macht Spaß. Aber Donkey Kong Country wird für mich immer der Klassiker sein. Ich empfinde einfach, allein schon wenn ich das Cover sehe, so unfassbar viel Kindheit. Und auch hier ist der Soundtrack einer der besten Soundtracks der Videospielgeschichte. Er steht Donkey Kong Country 2 eigentlich nur so ein kleines bisschen nach. Aquatic Ambience ist trotzdem eines der schönsten Lieder aller Zeiten. Wir haben die Fear Factory, wir haben Ice Cave Chant und Life in the Mines, auch so unterschätzt, und noch so viele andere geile, auch das Lied im Schnee schon. Es war ja damals auch optisch eine wahre Granate und auch super geil gealtert. Heutzutage spielen wir alle immer Donkey Kong Country, Gangplank Galleon, das Lied bei King K. Rool. Und wo ist King K. Rool? Warum ist King K. Rool nicht mehr da? Ich würde ihn so gerne mal wieder verprügeln in diesen Spielen. Gut, er ist in Smash da, aber ich würde ihn gerne in einem Donkey Kong nochmal verprügeln. Und das Spiel hat mich damals ja doch direkt verarscht, als ich dachte, ich habe den Boss geschafft. Nee, er steht wieder auf. Super lustig, super geil. Auch der ganze Humor mit Cranky Kong und den Affen. Es ist eins der besten 2D-Jump-Runs ever. Es ist pure Nostalgie und pure Freude. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir demnächst mal wieder einen Donkey Kong Country-Titel sehen. Am liebsten in 2D. Jetzt kommt die Zeit der Super Nintendo RPGs. Der Super Nintendo hat mit die besten RPGs, die wir in unserer Ära je gesehen haben. Und auf Platz 3 haben wir Secret of Mana.
obwohl dieses Spiel so offensichtliche Schwächen hat, was die KI angeht und was die Steuerung der Gegner angeht, was das Ringmenü angeht, so haben wir es trotzdem tatsächlich damals im Multiplayer gespielt, obwohl man immer warten musste, wenn einer sich im Ringmenü befand. Aber das Ringmenü war damals halt schon ziemlich, ziemlich genial. Es ist einfach ein Spiel, was durch seine Gesamtheit, durch die Story, durch die Bösewichte, durch diese genialen Orte, durch die unfassbar wunderschöne Musik, das ist einer der schönsten Soundtracks ever. Secret of Mana ist einfach bis heute pure Legende und ich habe erst Jahre später erfahren, dass es Cycling Set zu 2 ist und dass Cycling Set zu 1 ja tatsächlich das Mystic Quest auf dem Game Boy ist. Was? Und dass ich jetzt gerade tatsächlich unbedingt immer noch mal Zeit finden muss, um Cycling Set zu 3 durchzuspielen, damit ich meinen Mana-Zyklus dann beendet habe. Und ja, auch das Remake auf der PS4. Ich habe da so meinen gewissen Hate drüber gelassen, aber selbst da empfinde ich mittlerweile, habe ich meinen Frieden mitgeschlossen. Secret of Mana ist eins meiner absoluten liebsten RPGs. Ich komme einfach nicht drüber hinweg, über die Schwächen dieses Spiels hinwegzusehen, was das Zaubergrinden angeht. Und wie gesagt, gewisse Probleme, die da sind, aber es war meine absolute Kindheit. Es war für mich auch damals, glaube ich, das, ja, mit Platz 2 zusammen, das waren einfach meine ersten RPG damals. Ich bin abgetaucht in diese Welt als Kind. Eigentlich ist das jetzt alle meine drei ersten Plätze, werdet ihr jetzt sehen, sind einfach Spiele meiner Kindheit mit meinen ersten Spiele gewesen und einfach Spiele, wo ich komplett abgetaucht bin und voll mich auf diese Spiele eingelassen habe. Und ich weiß nicht, ob man sowas als Kind noch so richtig konnte. Aber Secret of Mana, oh mein Gott, der Drache, Flemmi, Thanatos, das Theme am Ende und so viele geile Momente und die Musik und oh, oh. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Terranigma ist für mich eine der genialsten Geschichtenerzählungen, die wir so hatten. Terranigma hat eine so, ach wie sage ich das, bahnbrechende Idee damals gehabt und hat das in einem Super Nintendo RPG erzählt. Das hier sind eigentlich Geschichten, wie man sie damals auf dem PC in einem Gothic oder so erwartet hätte, aber es hat es in einem Super Nintendo Spiel erzählt. Verdammt geiles Kampfsystem, also viel ausgearbeiteter als in Secret of Mana, halt mit Live-Action-Kampfsystem, aber ohne die Begleiter, ohne die dumme KI. Voll abgehen, voll schnetzeln, manchmal so ein bisschen fragwürdige Hitboxen, aber scheiß drauf. Auch einer der genialsten Soundtracks, die wir je gehört haben. Auf einer Stufe mit Secret of Mana, Final Fantasy VI oder anderen Meisterwerken. Einfach nur genial. Und vor allem so viel geile What-the-fuck-Momente. Ich denke an die Ziegen-Szene, ihr wisst schon, was ich meine, im Eis. Und dann am Anfang alles so mystisch und unheimlich und dann geht's auf die Oberwelt. Da musst du erstmal alles wiederbeleben, weil du warst ja der Depp, der das Siegel gebrochen hat, alles vereist hat. Also rette die Welt jetzt auch wieder. Und dann befreist du so langsam die Tiere und dann den Wind und dann irgendwann die Menschen. Und dann wird es halt irgendwann richtig tief unter die Haut. Dann merkst du erst, was da passiert ist. Und dann offenbart sich dir erst die Geschichte von Terranigma. Und dann BÄM! Gesellschaftskritik vom Allerfeinsten, Storyführung vom Allerfeinsten und wirklich für seine Zeit bahnbrechend. Genauso wie Chrono Trigger, sehr, sehr mutig, das in der damaligen Zeit auf dem Super Nintendo zu erzählen. Und gerade deshalb hat mich dieses Spiel halt auch so extrem beeindruckt. Und ist deshalb Platz 2 meiner liebsten Spiele. Es war mit Secret of Mana zusammen eines meiner allerersten Spiele damals und ich habe mich selten so schnell in ein Spiel verliebt. Ich mochte halt auch den Comic damals von Terranigma. Ich mochte die Figur Ark halt sehr, sehr gerne. Und Terranigma hat wie kaum ein anderes Spiel auch durch seine Musik einen so sehr träumen lassen, einen so sehr in seine Welt eingeführt und hat aber halt auch so viele unheimliche, mystische Szenen. Ich bin halt komplett abgetaucht in diese Welt und ja. Soll ich jetzt noch groß rumschwafeln? Ab zu Platz 1. Wenn mich jemand fragt, Tim, was ist dein liebstes Spiel aller Zeiten? Dein absolutes liebstes Spiel aller Zeiten? Dann sage ich immer, ja, da gibt es Breath of the Wild. Da gibt es Dark Souls. Da gibt es noch so viele andere Spiele. Aber es wird immer für mich, und das wird sich wahrscheinlich niemals ändern, A Link to the Past sein. Ich liebe die Zelda-Reihe, ich bin absoluter Zelda-Fan und A Link to the Past ist für mich das absolute i-Tüpfelchen. Es war mit nach Super Mario World das zweite Spiel, das ich hatte. Es war das erste Spiel, wo ich so richtig in diese Welt abgetaucht bin. Ich war Link, ich war damals dieser kleine Held. Ich habe meinen Onkel, ich dachte damals meinen Vater getroffen. Hab mein Schwert bekommen, bin in die Burg gegangen, hab die Prinzessin befreit, war einfach der geilste Typ. Hab die drei Tempel besiegt,
hab die Amulette gesammelt und das Spiel war durch. Das Spiel war nicht durch. Ich gehe zu Arganim, ich denke, ich besiege den Endboss des Spiels und dann komme ich in die Schattenwelt? Ich komme in die Schattenwelt? Und auf einmal Darkworld-Team, um die Ohren geballert. Ich so, was? Wie groß kann ein Spiel denn sein? Das wusste ich dann. Das gibt's doch nicht damals. Vom NES war man ein anderes gewohnt und vom C64 und so. Und auf einmal, mit dieser wunderschönen Optik von A Link to the Past, kommt diese geile Musik. Alles ist auf einmal viel bedrohlicher, viel gefährlicher. So unheimlich für mich als kleiner Steppke, als kleines Kind. Ich war völlig gebannt von diesem Spiel. Dann bin ich in den ersten Dungeon, hab mir das Geld von dem Affen abnehmen lassen. Hab den Helmesser getötet, wo man das Fleisch sieht von diesem Boss. Oh mein Gott, war dieser Boss unheimlich und bedrohlich. Mit dem Hammer habe ich ihn platt gemacht. Dann bin ich in den Wasser-Dungeon und habe dem Auge diese komischen Pickel mit dem Enterhaken weggenommen, um ihn dann mit dem Master-Schwert zu töten. Dann bin ich in diesen unheimlichen Wald mit dieser verdammt genialen Musik, die man später auch auf dem Todesberg gehört hat. Hab mich da dann durchgekämpft mit dem Feuerstab und hab dann später halt meine Titanhandschuhe, habe ich dann halt Blinds versteckt, da habe ich dann die Titanhandschuhe bekommen, bis ich das dann überhaupt erstmal gefunden habe. Und hab dann diese komische Untergrundstage durchgespielt, um dann eine Frau zu befreien, die dann aber als zum Boss wird und mich angreift. Oh mein Gott! Dann bin ich in den Eis-Dungeon mit dem Spiegel rein und hab dann dieses super, super schwere Level im Eis durchgespielt. Und nur um dann am Ende einen riesigen komischen Boss aus ganz vielen komischen Plustern zu finden, bin dann in den schlimmsten Dungeon ever, Misery Mire, gegangen. In diesem Sumpf, der auch seine eigene kleine Welt hatte. Nur um dann in Turtle Rock, der mich auch so sehr fasziniert hat, das Ganze zu Ende zu bringen. Um dann in Ganon's Tower und der Rest ist Geschichte. Ich liebe dieses Spiel einfach von vorne bis hinten. Wir spielen es aktuell immer mal wieder im Randomizer. Und ich werde dieses Spiel mein Leben lang spielen. Ich habe so oft durchgespielt, ich kann jeden Frame auswendig, na nicht so ganz, aber schon so ziemlich fast. Und der Randomizer hält dieses Spiel für mich halt auch immer weiter am Leben. Ich könnte jedes Mal im Stream einfach einen kleinen Randomizer spielen. Und es wird für immer mein liebstes Spiel aller Zeiten sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals ein Spiel diese Gefühle, die ich diesem Spiel gegenüber habe, jemals kopieren, jemals übertreffen kann. Auch wenn die geilsten Spiele der Welt noch rauskommen, wie zum Beispiel Breath of the Wild. Zu diesem Spiel werde ich immer eine besondere Beziehung haben. Es wird immer mein liebstes Spiel aller Zeiten sein. Und ja, das ist Platz 1 meiner liebsten Spiele ever. Wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt und deshalb auch selbstverständlich mein liebstes Super Nintendo Spiel. Meine Lieben, das war die Top 20, das waren meine 20 liebsten Super Nintendo Spiele und obwohl wir schon eine Top 20 gemacht haben, gibt es immer noch so viele Spiele, wie gesagt, die es nicht auf die Liste geschafft haben. Der Super Nintendo ist für mich die beste Konsole aller Zeiten, meine liebste Konsole aller Zeiten, mit meinem liebsten Spiel aller Zeiten, vielen meiner liebsten Spiele aus den Franchises ever, mit den besten Soundtracks, die wir gesehen haben und es ist für mich einfach ein Meisterwerk, das wir so bekommen haben und das wird für mich niemals übertroffen werden. Deshalb spezielle Liebe an den Super Nintendo und diese wunderschönen Farben hier auf dieser Seite. Vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Video geguckt habt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr, sehr freuen. Es ist ein ganz besonderes Video auch für mich. 10 Jahre gute Laune Typ. Die Reise geht weiter. Wir sehen uns im Laufe der Woche mit noch vielen coolen Videos und dann am Samstag mit einem 24-Stunden-Livestream. Hab euch ganz so lieb, meine Lieben, und wir sehen uns demnächst. Haut rein. Tschüss, tschüss. Das Video geht eine Stunde, ich sehe es jetzt schon.